Seine Rolle als Charlie Bucket in Charlie und die Schokoladenfabrik machte Freddie Highmore über Nacht zum Weltstar. Von dem damals schüchternen 13-jährigen Jungen ist heute nicht mehr viel übrig. Längst gehört Highmore zu den gefragtesten Serien- und Filmdarstellern Hollywoods. Kein Wunder, immerhin scheint dem gebürtigen Engländer seine Leidenschaft für die Schauspielerei in die Wiege gelegt worden zu sein. Während Freddys Vater Edward Highmore ebenfalls als Filmschauspieler tätig ist, arbeitet seine Mutter Sue Lettimer als Schauspielagentin, die unter anderem auch Harry Potter-Star Daniel Radcliffe unter Vertrag hat. Auch Freddie Highmores Bruder Bertie war schon als Kinderdarsteller tätig. Seine erste Filmrolle ergatterte der in London geborene Darsteller 1999. Damals war Highmore 7 Jahre alt. Es folgten Auftritte in den Filmen Die Nebel von Avalon, Zwei Brüder und in Wenn Träume fliegen lernen, wo er gemeinsam mit Kate Winslet und Johnny Depp vor der Kamera stand. In Ein gutes Jahr war Freddie Highmore neben Russell Crowe zu sehen. Highmores wohl bekannteste Rolle bis dato, Charlie Bucket in Tim Burtons Neuverfilmung von Charlie und die Schokoladenfabrik. Für seine Rolle des 10-jährigen Charlie wurde er mit einem Young Artist Award ausgezeichnet. Der Beginn einer steilen Karriere. Von 2013 bis 2017 verkörperte Freddie neben Vera Farmiga die Figur des Norman Bates in der US-Serie Bates Motel, einem Prequel zu Alfred Hitchcocks Psycho. Nach dem Ende der US-amerikanischen Thriller-Fernsehserie schnappte sich Highmore direkt die nächste Rolle in der Krankenhausserie The Good Doctor. Darin verkörpert Highmore den autistischen Chirurgen Sean Murphy. Für seine schauspielerische Leistung wurde Freddie Highmore 2018 als bester Hauptdarsteller für einen Golden Globe nominiert. Und ein Ende seiner sensiblen und zugleich feinfühligen Darstellung des autistischen Arztgenies ist noch lange nicht in Sicht. Über das Privatleben des Film- und Seriendarstellers ist hingegen wenig bekannt. Nur selten spricht der 28-jährige Brite über sein Privatleben. Mag man US-Medienberichten Glauben schenken, dann hatte Highmore bislang zwei feste Beziehungen. Demnach soll der 1,78 Meter große Engländer 2006 seine Schauspielkollegin Sarah Bolger gedatet haben. Die beiden hatten sich am Set zu Die Geheimnisse des Spiderwicks kennen und lieben gelernt. Danach soll Freddie Highmore mit der Schauspielerin Dakota Fanning liiert gewesen sein. Offiziell bestätigt wurden derartige Gerüchte jedoch nie. Zuletzt wurde Highmore eine Beziehung zu Abigail Breslin angedichtet. Ob Freddie Highmore aktuell eine Freundin hat, ist unklar.